im Haus. Die beiden MCs haben sich darauf geeinigt, dass Pete Pandora anfangen wird. Also fängt Pete Pandora jetzt an. Hey, yo, Düsseldorf! Geile Kulisse, komplett ausverkauft. Ich hab so arg Bock, Alter. Don't let the label label you. Ey, yo, Düsseldorf, was geht ab, Junge? Yeah. Mach mal ein bisschen Hip-Hop, Alter. Yeah, yeah. Mal wieder im Spektakulum. Hier gibt es schon legendäre Battles, Alter. Schönste Stadt am Rhein und auch generell weltweit. Yeah. Maul halten! Yeah. Ist der heute gut drauf, oder was? Yeah. Ja, Mann, ja, Mann! Ey, yo, Diddly! Yeah. Mach das nochmal, ey, yo, Diddly! Yeah. Ein letztes Mal an diesem Wochenende. Don't let the label you! Geworden ohne Spaß. Wenn du gerade nach unten guckst, siehst du nicht nur deine Eier, sondern schon den Rand vom Arsch. Hey. Federn aus den Lungenflügeln und durchtrenn damit deine Augenlider, du Lauchveganer. Dann setz ich dich vor den TV und zeig dir 24/7 Videos über Massentierhaltung und Misshandlungen im Auffanglager, Junge. Denn ich bin so einer, ich sehe tote Menschen. Denn ich laufe mit der Shotgun in die Postbank und schreie hoch die Hände. Monatsende. Dass Papi hier sich seine Gegner immer selbst pickt, hat schon die Runde gemacht. Ich frag mich nur, werdet ihr anderen gezwungen oder was? Du verlierst erstmals gegen Mikesh und suchst dir bewusst Joe Farrow als Nächsten. Das ist, als würde ich nach dem Kato-Match nach Hause gehen und mein Meerschweinchen treten. Es ist egal, ob du mir drohst oder beängstigend guckst, weil du bei jedem Satz sowieso das Ende verschluckst. Die Technik ist bei diesem Handwerk das A und O. Aber deine Technik sagt mir, du mischst Karten so. Fick deine Stumbler-Jokes und deine traurige Performance. Du bist wie Merlin, mittlerweile bist du austauschbar geworden. Fick deine Drecksmusik und deine grottigen Vergleiche. Und fick 4-0, deine Postleitzahl ist scheiße. Du bist jemand, der über seine eigenen Punchlines lacht in dem Battle. Warum machst du denn das? Hat dich deine eigene Pointe dann so krass überrascht? Damit unterstreichst du nochmal, was du für ein Hampelmann bist. Erzählst einen geistlosen Pisswitz und denkst dann, den kannte ich noch nicht. Trotzdem denkt der Knochen, er wäre stark, aber schieb mal keine Welle, Dog. Ich battle Cats, das Match hier ist wie He-Man gegen Skeletor. Dein greiser Klapperkörper wirkt, als wäre der lange schon in Rente. Ich hab in meiner 8. Klasse Kids, die dich zusammenschlagen könnten. Ja, und 2 davon sind Mädchen. Ich glaube, wenn das funktioniert, dann bin ich mir sicher, dass ihr als Crowd und ich uns hier bei ein paar Sachen einig sind. Zum Beispiel, da ich deinen Haaransatz echt peinlich finde. Dein Bart, der ist nicht nice getrimmt, egal ob Merlin oder Josef, ich swipe nach links, Junge. Yeah! Unser Jakob nimmt sich für zu hart, doch ist nicht hart im Nähen. Wenn ich den kill, ist die Botschaft gründlich, wir sind hier nicht beim Sakrileg. Doch wenn ich Wolf hier und heute mit Bars zerleg, dann findet der zu Gott, ich nenne es Jakobs Weg. Da wartet man nicht auf so einen krassen Gegner, nein. Da wartet man auf Bastard Bedard, Alter. Ey, wie so ein kleiner Junge, der sich auf Weihnachten freut und dann kriegt er den hässlichsten Pullover. Und dann kommt der Weihnachtsmann rein und belästigt seine Mutter. Man weiß es, sie wurde wirklich schon in den Cyphers paar Mal misshandelt von MCs. Ey, und wie jeder hier drin weiß, weiß sogar Hansen, wie sie riecht.
Du bist safe einer dieser Alman-Nachbarn, der in Hochgeschwindigkeit rauseilt und bei sich zu Hause im Mülheimer Willenviertel Falschparker aufschreibt. Ob du eventuell einer von Manuelsens Nachbarn warst, bleibt bis dato ja noch ungeklärt. Ich wünsche dir, dass Manuelsen jeden Tag mit 50 Motorrädern bei dir in der Straße hoch und runter fährt. Eigentlich wollte ich kranke, menschenverachtende Sachen mit dir machen, denn gegen mich ist Schick so ein Scheiß. Doch wenn ich dich bleiches, desolates Knochengerippe in ein Piranha-Becken werfe, schwimmen die Fische vorbei. Man 500 Reime mit irgendwas auf Sexbezug und schon denkt er, das Battle wird super, kann sich aber immer noch kein Reim darauf machen, dass seine hässliche Mutter, wenn sie Männerbesuch hatte, nicht nur Tennis geguckt hat. Apropos Reime. Mann, die Leute feiern dich nur wegen dieser einen Tatortstelle. Doch ich bereinige das, was du hinterlassen hast. Sag Hallo zu Bjarne Mädel und du merkst, gib mir deine besten Lines und ich schwöre, ich flipp diese Texte und ihr seht, wie ich den Kindersoldat mit seinen eigenen Waffen an die Wand stelle. Ich bin immer noch Benzi. Ey, yo, du Göre, wirst da vielleicht nicht überrollen, Chefsiedlung. Gib ihm Knie und Faust und jeder seiner Homies sieht zu. Ich zerstöre deinen Skalp, verteile dein Hirn auf dem Asphalt, nachdem ich dein Brain aus deinem fucking Dome Piece ziehe und trenne so deinen Körper von deinem Geist, als wäre ich OG Kimo. Ja, der Sandmann kommt, Suplex im Pisser, komm mir das Mastschwein dumm. Ich bin ein ganz anderes Beast-Zepter. Gib mir kein fucking Korn, ich schau meine Zähne in dein Fleisch. Du wirst voll und ganz verschlungen, ich sagte doch gerade, OG Kimo, hä? Mann, weiß Hund! Weißt du, für ein paar hier zeigst du damit sicher Mut, Bro. Aber hättest du mir geschrieben, ja, wenn du mich schon ficken willst, dann lass mir mal doppelter an Cash hier zukommen. Ey, dann hätte ich dich, Wichser, geblueballt. Mit einem viel Glück auf der Suche nach Realität und Demut, du hirngebumster Hurensohn. Weißt du, macht zwei mittelmäßige Matches, doch acted, als hätte er den Legendenstatus erwischt. Mit einem glücklichen Timing, weil früher hättest du mit Hängen und Würgen drei Getränkemarken gekriegt. Du bist lächerlich. Wie willst du mich dissen? Du kannst dich nicht mit mir messen. Ich bin Altenpfleger. Ich werde an 9 von 10 Tagen schon vor dem Frühstück im übertragenen Sinne und buchstäblich mit Scheiße beschmissen. Also womit willst du mich treffen? Yes! Yeah. Du wuchst auf in einer sehr wohlhabenden ländlichen Gegend, wo man sich die Mäuler zerreißt, wo Gerüchte sich wie ein Feuer verteilen, wo man schnell die Bedeutung begreift, nicht wie all die anderen Leute zu sein. Doch das hatte nie etwas zu tun mit deiner ethnischen Herkunft, du hässliches Ekel, kapier das, sondern vielmehr, weil du so aussiehst, als hättest du dran gehen müssen, als E.T. nach Hause telefoniert hat. Was ist da los, Einstein, hä? Hältst dich für smart? Denkst, du bist endlos begabt? Aber du hast kein IQ von 140. Egal wie oft dir das die Werbung aus dem Handyspiel sagt. Es stinkt nach Dummheit, wenn du redest, lass mal bitte den Mund zu. Wenn Frauen von dir was wollen, dann immer Hilfe beim Umzug. Ich kann dich genau vor meinen Augen sehen. Du warst der Junge mit dem Pflaster auf dem Auge und diesem Klettverschluss-Scout-Portemonnaie. Du wolltest unbedingt aus der Art schlagen. Du warst nicht der Typ mit Nasenbluten. Du warst der Typ, der mit Shorts zur Schule kam, obwohl wir minus 10 Grad haben. I mean, I like you. As a friend. Und es liegt nicht an dir. Es liegt an ihr. Es liegt nicht daran, dass du 1,25 bist. Nur aufgesetzte Scheiße quatscht. Oder aussiehst, als wärst du so knapp an der Trisomie 21 vorbeigeschlagen. Ach, fick dich. Ich find's einfach übertrieben witzig. Und ich will gar nicht in der WhatsApp-Gruppe sein mit dir, so wetten Spasten. Sin City, lass mal was machen. Sin City hat den Chat verlassen. Kiff dein Spliff, trink dein Bier, nimm dein Coke, aber halt den Rand. Du bist als Mann etwa so ernst zu nehmen wie Chris Kotzens NRW-Verbot. Man schlägt mich schon nach dem zweiten Battle ab, aber ich überlebe euch alle noch. Seht, wie ich auf Cynics Beerdigung eine Magnum-Flasche Shampoos popf. Jedes Mal, wenn du nach einem Battle Sonntag in die Schule kamst, hat sich die ganze Klasse schepp gelacht. Am Tag darauf auf die Stunde geschissen, erstmal auf dem Spielplatz einen weggepafft. Du hast nie Ansätze von Stil oder Swag gehabt, bis die Marke Lehrer, die beim Sechsklässler Brennball mit vollem Einsatz selbst mitmacht.
Weil ich in puncto Battles Vollgas gebe, kann man mich selten zocken sehen. Doch komm ich in den Kreis, kill ich dich so extrem. Spiel mich als Final DLC im nächsten Mortal Kombat Game. Also komme nicht etwa mit Drohgebärden. Du möchtest gerne MC. 2 Jahre zuvor wolltest du noch Beyblade-Profi werden. Tisch, ey. Was meinst du, wer von uns kann billiger Seroquel oder geharziges Amnesia checken? Wer kann weniger schlafen und wer kann weniger essen? Wer will den? Amnesia checken. Wer kann weniger schlafen und wer kann weniger essen? Wer wird Diltinis Next Stoffmodel? Ja, diese Corona-Verordnungen sind keine Hilfe, sondern extremer Scheiß. Hier 2G, da 3G. Das kann für jemanden wie mich belastend und echt eine Drecksquälerei, denn vor Corona hatte ich von allem mindestens 4 bis 6G dabei. But any who's, my rap is juicy. Kommst du mit Zeigefinger, Bars komm ich mit Mac und Uzi. Ein falsches Wort und du kriegst Hieb am Kopf. Junge, du siehst aus wie Duff aussehen würde. Hätte er mit 10 Jahren Alpecin genommen. Junge, ich bin der realste Fetzer. Keiner ist so true in game, denn ich repräsente seit Tag 1 die Struggles eines Fetzers, für die du dich schämst. Und machst du nach diesem Match weiter auf selbstironischen Fetzer, bekommst du von mir eine Faust ab, denn für mich fängt Fetzer erst an, wenn der Anschnallgurt nicht um den Bauch passt. Nicht auf Tschechien, sonst wird es relativ schnell nasty. Ich bin in der Ukraine geboren, Digga. Für mich bist du immer noch ein Wessi. Aber na gut, weißt du was? Wir haben beide gegen Julo gebettet, ne? Aber wer von uns beiden hat gewonnen? Ne? Sag mal so, nach deinem Battle hat er kein Corona bekommen. Aber ehrlich gesagt... Du siehst gar nicht mehr aus wie der ungepflegteste Dungeons & Dragons Spieler jemals. Dafür Applaus. Doch sich einen Rasierer kaufen ist keine Leistung. Du Nerd feierst maximal May the 4th und nicht den Cinco de Mayo. Apropos Mayo, die gehört auf deinen Taco nicht drauf. Wär's gern down mit Latinos, wie stellst du dir das denn bitte jetzt vor? Deine Arbeit im Seniorenheim macht dich noch lange nicht zum Senior und nicht leider. Yes! Yeah. Taekwondo, toll, ich mach Krav Maga, was für Uppercut. Ich deeskaliere oben und tritt unten kurz rein. Du kommst ins Schlafzimmer von meiner Mutter, Frontkick, vorbei. Ja genau, ich reg mich über deinen Namen auf. Du bist so unterentwickelt, wenn du entführt wirst, macht deine Mutter keine Anzeige wegen Kidnapping, sondern Samenraub. Und es klingt ironisch, du gehst abends mit einem warmen Kakao ins Bett, ich wach morgens auf und gönn mir eine heiße Milch mit Honig. Deinen Pussy-Charakter krieg ich locker mit einer Hand gebogen. Diese Bitch zu finden war zwar nicht geplant, aber hat sich eben angeboten. Mann, ich hab 20 Strophen für den kleinen Ganoven. Und nein, ich bin kein Schmuckdieb, aber heute wird Daytona von Macke abgezogen. Yeah! Und weg ist die Uhr. Wenn du nochmal so eine Scheiße in der Shortstrophe kickst, komm ich mit Leuten, die dir so eine Schelle ziehen. Danach ähnelst du dem fast kopflosen Nick. Ja, ich bin dir körperlich unterlegen, doch unterschätz mich nicht, Mann. Ey, steppst du gegen Zepter in Kampf, dann ramm ich meinen Schädel gegen deine Faust und brech dir die Hand. Du bist mir immer noch scheißegal und dein Kackleben interessiert mich nicht. Und es liegt auch nicht in meinem Interesse zu sagen, wer du wirklich bist. In deinen Musikvideos hältst du Pumpgun wie so ein richtiger Lauch. So wie du aussiehst, kriegst du in Real Life nicht mal die Sicherung raus. Also warum machst du überhaupt auf G, du Haufen Not und Elend? Du siehst aus, als wäre deine Höchststrafe 1 Jahr Hausverbot bei Rewe. Aber Gelegenheiten hattest du schon. Wie gegen Flecke. Wieder belanglose Vergleiche ohne Gegnerbezug. Aber man muss dir lassen, Fremdscham war selten so cool. Also, nach dem Battle wird man dich ausscheiden sehen, als würde man Katana ziehen. Keiner feiert. Durch den Raum geht eine beklemmende Ruhe. Jemand schreit, Bars, Motherfucker. Dieser jemand bist du.